reagieren. Es ist ein einfaches System. Hier sind das Eis und das Wasser. Eine Pumpe leitet das kalte Wasser durch die Leitungen in mein Coolshirt. Ziemlich einfach. Rich Schaefer, ein Verkäufer für medizinischen Bedarf und Rennliebhaber, hat 1998 mit der Herstellung des Coolshirt angefangen. Inspiriert hat ihn ein wegweisender Versuch in den frühen Tagen der Weltraumfahrt. Angefangen hat das in den 1960ern, als NASA-Astronauten beim Anlegen ihrer Anzüge abgekühlt werden mussten. Forscher der NASA fanden heraus, dass eine Person bis zu 60 Fehler pro Stunde macht, wenn die Außentemperatur auf 35 Grad steigt. Wenn die Temperatur nur um 3 Grad gesenkt wird, reduziert das die Anzahl der Fehler auf 9 pro Stunde. Auf den flüssigkeitsgekühlten Netzanzug ist ein 90 Meter langer, 47 mm dicker Schlauch genäht, der unter dem Raumanzug getragen wird. Durch das Schlauchnetz zirkuliert gekühltes Wasser, das die Astronauten in einem Rucksack tragen. Seinen ersten Einsatz hat der Kühlanzug 1969 bei der Apollo 9-Mission. Rich Schaefer ist überzeugt, ein Ganzkörperanzug sei auf der Erde nicht notwendig. Das Problem des Hitzschlags könne man verringern, indem man die Kerntemperatur bloß an Brust, Bauch und Rücken senkt. In Atlanta, Georgia, gehört das Coolshirt zur Standardausrüstung der Gefahrgut-Spezialtruppe der Henry County Feuerwehr. Ihre Schutzanzüge bewahren sie zwar vor giftigen Chemikalien und anderen Gefahren, doch die Körpertemperatur steigt darin dramatisch. Nach jedem Einsatz schließen die Männer ihre Coolshirts an, so erholen sie sich schneller. In den dampfdichten Anzügen wird einem extrem heiß und man verliert viel Körperflüssigkeit. Wenn man erst die Kerntemperatur der Jungs runterkriegt, kann sich ihr Körper schneller erholen. Ich spüre es gar nicht zirkulieren, weiß aber, dass es da ist, weil meine Temperatur sinkt. Viele Feuerwehrmänner tragen eine andere Version des Coolshirt, die Cool Vest, um sich schneller abzukühlen. Kürzlich gab es bei der örtlichen Feuerwehrakademie einen Todesfall, denn auch im Training ist Hitze ein Problem. Feuerwehrmänner kommen in ein brennendes Gebäude und machen Temperaturen von 200 Grad und mehr durch, sogar im Training. Sie tragen eine 30 Kilo schwere Ausrüstung. Da heizt sich der Körper extrem schnell auf. Für diese Feuerwehrmänner ist die Weste ein Lebensretter. Auch für viele Chirurgen ist sie ideal, denn sie erlaubt ihnen bei langen, anspruchsvollen Operationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Es ist wie das Gefühl, wenn man in einen See springt, um sich zu erfrischen. Wenn man eine 2-Stunden-OP vor sich hat, geht man mit einem sicheren Gefühl hinein. Die OP verläuft angenehmer, nicht nur für mich, letztendlich ja auch für den Patienten. Ich würde sagen, betrete nie den OP ohne sie. Vielleicht wird Unterwäsche mit Kühltechnologie auch bald ein Muss beim Football. Die Spieler der Union Grove High School in McDonough, Georgia, sind Vorreiter. Wir spielen bei 38 Grad und sehr hoher Luftfeuchtigkeit. Das ist ein prima Schutz für die Kids. Eigentlich ist es ziemlich kalt, aber es bringt echt viel. Nach einem langen Training wird es mir auf jeden Fall beim Abkühlen helfen. Fühlt sich gut an und der Körper trocknet nicht aus. Gefällt mir. Mit einfacher, aber effektiver Technologie entwickelt sich Unterwäsche immer weiter und definiert sich neu. Wenn wir Glück haben, werden uns die Erfinder auch weiterhin mit erstaunlichen Effekten überraschen. Jedes Jahr nutzen mehr als 5 Milliarden Menschen ein Flugzeug, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Der Airport Frankfurt zählt zu den bedeutendsten Drehkreuzen der Luftfahrt. Was ist notwendig, um hier eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten? Und wie sieht das Innenleben dieser komplexen Ministadt aus? Modernste Kameratechniken und Computeranimationen liefern Bilder der technischen Vorgänge, der Flugzeuge, des Maschinenparks
und der Menschen. Einblicke in die unbekannte Welt des größten Flughafens in Deutschland. Kaum ein anderer Flughafen ist international so vernetzt wie Frankfurt. Das stellt höchste Anforderungen an die Teams vor Ort. Also wir haben so eine gewisse Zahl von Fahrern, die den fahren dürfen. Auch der Duty-Free-Verkauf ist international ausgelegt. 34.000 Euro pro Flasche. Und gegen den Drogenschmuggel wird intensiv vorgegangen. Kokain ist ein großes Thema. Die Mitarbeiter verbinden Frankfurt mit der gesamten Welt. Pro Woche starten und landen knapp 4.500 Flugzeuge in der Main-Metropole. Ohne die Flieger könnte ein Airport natürlich nicht operieren. Doch erst eine Flotte völlig anderer Vehikel bringt sie zum Laufen. Die goldenen Punkte stehen für Fahrzeuge jeglicher Art. Sie halten den Betrieb aufrecht. Ohne den Flughafen-Bodenverkehrsdienst, wie er offiziell genannt wird, könnte kein Flugzeug zur Startbahn kommen. Uhr. Eines dieser Fahrzeuge wird zur Wartung gebracht. Ein Flugzeugschlepper. Schlepper gibt es in drei unterschiedlichen Größen. Das ist ein kleiner Schlepper. Das ist der nächstgrößere Schlepper. Und das ist der Megaschlepper. Damit lassen sich auch die größten Flugzeuge am Boden bewegen. Kostenpunkt 1,5 Millionen Euro. Das mag viel erscheinen, doch ohne derartige Fahrzeuge wäre kein Flugzeug in der Lage, das Gate zu verlassen. Zwar können die Maschinen nach der Landung selbstständig bis zur Parkposition rollen, aber sie benötigen Hilfe, um vom Flugsteig zurückzusetzen. Rückwärtsfahren ist nämlich nicht möglich. Dabei würde von den Turbinen zu viel Luft angesaugt und alles im Einzugsbereich könnte in den Sog geraten, von Gegenständen bis hin zu Menschen. Hier kommt der Schlepper ins Spiel. Mechaniker wie Robert Stambach sind dafür verantwortlich, die Fahrzeuge in Schuss zu halten. Wir machen heute eine Wartung, fangen wir an bei dem Schlepper, eine B-Wartung. Dauert knapp 80 Stunden. Ist mit Ventiler einstellen, Filter wechseln, Öle wechseln. Ziemlich cool, es gibt vielleicht schönere, aber es macht schon Spaß hier. Ist viel Abwechslung dabei, weil es halt auch Sondergeräte sind. Stambach arbeitet in der weltgrößten Werkstatt für Flughafengeräte. Die Halle ist 270 Meter lang und 80 Meter breit, womit sie selbst riesigen Flugzeughangars Konkurrenz macht. Mit einem Laserscanner wurden 150 Millionen Messpunkte in wenigen Minuten erfasst. Das Ergebnis ist ein dreidimensionales Abbild der Halle. Dutzende Montageplätze, hunderte Werkzeuge und tausende Ersatzteile erscheinen so in neuem Licht. Pro Jahr verbrauchen die Mechaniker 2,5 Tonnen Schmierfett. Und jeden Monat werden 700 Reifen bestellt, die von 120 Vollzeitbeschäftigten montiert werden. Flugzeuge sehen Robert Stambach und seine Kollegen nur aus der Ferne. Der Reiz ist, wenn was nicht funktioniert, das zu machen, dass es wieder geht. Da sieht man halt persönlich. Ein Erfolgserlebnis, sag ich mal, ist halt was anderes wie irgendwo auf der Tastatur rumklippern. Das ist dann eine schöne Sache, wenn das Ding dann wieder läuft, sag ich mal. Stambach weiß, was ein Schlepper braucht, um Flugzeuge, die mehrere hundert Tonnen wiegen, vom Fleck zu bekommen. Mit einem 15-Tonnen Fahrgestell hat ein Schlepper genug Masse für diese ultraschweren Lasten. Und auch die Leistung der beiden Motoren lässt nicht zu wünschen übrig. Knapp 1300 PS sind es bei der größten Variante, fast doppelt so viel wie bei einem Formel-1-Rennwagen. Die Stahlbacken, Rollenböcke genannt, greifen mit einer Kraft von 600 kN zu. Das Wichtigste ist jedoch der Sechsradantrieb.
4 Lenkmöglichkeiten und ein Schwenkwinkel von 60 Grad bei den Vorderrädern. Damit lässt sich die Monstermaschine relativ leicht manövrieren. An einem solchen Fahrzeug zu arbeiten, ist vielleicht der Traum eines jeden Kfz-Mechanikers. Und wenn Stambach seine Arbeit getan hat, übernehmen die Fahrer. Einer von ihnen ist Stefan Zapp. Er schiebt die schwersten Flugzeuge der Welt vor sich her. Ich bin jetzt 14 Jahre hier bei den Flugzeugschlepperfahrern. Angefangen habe ich ganz normal mit normalen Schlepper, ne? Ja, und da bin ich gefahren. 7 Jahre, glaube ich, bevor ich dann hier diese Stangenlosen gemacht habe. Also wir haben so eine gewisse Zahl von Fahrern, die den fahren dürfen. Das tut schon ein bisschen Gefühl fürs Fahren. Das ist Voraussetzung, sage ich mal. Weil man kann ruckzuck anecken, irgendwo hängen bleiben. Das Wackeln kann ich nicht abstellen, das sage ich dir gleich. Zapp ist auf dem Weg zu einer Maschine, die in 15 Minuten starten soll. Er muss sie pünktlich vom Gate schieben. Und zu Schaden kommen sollte das Flugzeug dabei natürlich nicht. Zuerst muss er sich vorsichtig annähern. Eine perfekte Ausrichtung ist dabei ausschlaggebend. Verein jetzt quasi den Schlepper vorher, hier aufzunehmen. Der Spielraum beträgt lediglich 5 cm. Bei einem Fehler könnte das Bugrad beschädigt werden und eine Verspätung von mehreren Stunden wäre die Folge. Wenn das Bugrad dann am Schlepper ansteht, klappen die Rollenböcke aus. Eine besondere Vorrichtung hebt diesen Teil des Fahrgestells an, das so viel wiegt wie 5 Busse. Nun kann Zapp das Flugzeug vom Gate schieben. Mit den 1300 PS und der Masse von 15 Tonnen ist es kein Problem für den Schlepper, die 180 Tonnen schwere Maschine in Bewegung zu bringen. Ein Onboard-Computer und eine Lenkkontrolle unterstützen den Fahrer bei der Steuerung der 6 Räder. Linksrum November, frei von 160. Ein Passagier bekommt von all dem so gut wie nichts mit. Das ist auch der Verdienst von Fahrern wie Stefan Zapp. An diesem Tag hilft er dabei, 8 Flugzeuge mit mehreren tausend Menschen an Bord in die Luft zu bekommen. Stress? Ja gut, Fremdwort hier. Also ganz ehrlich, in dem Bereich jetzt, wo wir arbeiten, kann auch mal stressig sein, klar, aber normalerweise langweilig. Der Job ist mega. Die Flugzeugschlepper sind Teil von Frankfurts internationaler Flotte mit 94 unterschiedlichen Fahrzeugen und Geräten aus 9 Ländern. Enteisungsmaschinen aus Dänemark, die mit einem Funktionsarm jede Stelle einer Tragfläche erreichen. Kehrblasmaschinen aus Norwegen, die ultimativen Gegner für jeden Schnee. Oder belgische Gepäckwagen aus feuerverzinktem Stahl. Sie können Lasten bewältigen, die 6-mal so viel wiegen wie sie selbst. In der Werkstatt wird ein weiteres Fahrzeug gewartet, das für die schnelle Abwicklung eines Flugzeugs unentbehrlich ist. Ein Förderbandwagen aus deutscher Produktion. Heute wechseln wir ein defektes Rad aus. Das sieht nicht gut aus. Mit einem Förderbandwagen lassen sich beim Be- und Entladen des Gepäcks wertvolle Sekunden sparen. Das hydraulisch gesteuerte Förderband überbrückt die 6 Meter zwischen der Frachttür und dem Vorfeld. Ein endlos Gurtband befördert das Gepäck mit einer Geschwindigkeit von 1 Kilometer pro Stunde. Und die rutschfeste Spezialoberfläche verhindert, dass einzelne Koffer hinunterfallen. In 30 Minuten können so 2 Tonnen abgefertigt werden.
Damit spart die Flughafenverwaltung Zeit und Geld. Heute wird auch ein Elektroschlepper repariert. Am Frankfurter Flughafen gibt es 130 davon. Mit den kleinen Packeseln lässt sich selbst schwere Fracht quer über das Airport-Gelände transportieren. Sie flitzen zwischen den Flugzeugen und den großen Hangars hin und her. Bei einer Motorleistung von 3,2 Kilowatt erreichen die Elektromobile eine Höchstgeschwindigkeit von 14 Kilometer pro Stunde. Mit den drei Rädern haben sie einen äußerst kleinen Wendekreis. Und wegen des niedrigen Schwerpunkts lassen sie sich wie ein Autoscooter auf einem Volksfest fahren. Eine Probefahrt nach der Reparatur macht mit diesem Gefährt sichtbar Spaß. Eine kleine Zugmaschine, mit der es sehr viel Spaß macht zu fahren. Auch die Elektroschlepper werden in Deutschland hergestellt. Und die Fluggäste sind ebenfalls an deutschen Produkten interessiert. Manchmal kaufe ich was, um die Zeit totzuschlagen. Oft will ich einfach irgendetwas kaufen. Ich bringe meinem Sohn was mit. Ich kaufe viele Sachen. So unglaublich es klingen mag, mit dem Einzelhandel verdient der Flughafen mehr als mit den Flügen. Die Gewinnmarge der Shops ist dreimal so hoch wie die der Luftfahrt. Ute Pohl ist die Chefin aller Läden und der Gastronomie am Frankfurter Flughafen. In den letzten 10 Jahren haben wir den Umsatz pro Passagier verdoppelt. Ute Pohl hat das Kaufverhalten der Kunden genau analysiert. Wichtig dabei ist, die Wünsche und Bedürfnisse der internationalen Kundschaft zu verstehen. Unsere Gäste stammen aus über 100 Ländern. Mehr als 50% von ihnen sind nicht aus Europa. Für einige von ihnen, vor allem für Asiaten, ist Shopping der wichtigste Reisegrund. Bei jedem Duty-Free-Einkauf wird die Bordkarte gescannt. Dadurch kennen die Betreiber die Herkunftsländer, die Einkaufsgewohnheiten, die Ziele und die Airlines, mit denen die Passagiere unterwegs sind. Außerdem lässt sich so feststellen, welches Abfluggate am rentabelsten ist. Und man weiß auch, welche Fluggäste wie viel Geld am Flughafen zurücklassen. Brasilianer geben fast doppelt so viel aus wie der Durchschnittspassagier. Südkoreaner dreimal so viel. Die Spitzenposition nehmen die Chinesen ein mit dem Fünffachen. Um die Umsätze weiter zu steigern, kümmert sich Ute Pohls Team besonders um die kauffreudigsten Kunden. 11 Uhr. Vor kurzem ist eine Maschine mit asiatischen Passagieren gelandet, die hier rot markiert sind. Die Angestellten legen nun chinesische, koreanische und japanische Schilder aus, um diese zahlungskräftigen Kunden für die Waren zu interessieren. Doch das ist noch längst nicht alles. Die Verkäufer benötigen vor allem Fremdsprachenkenntnisse. Ich kenne die Produkte hier nicht und die Sprache kann ich auch nicht. Diese Verkäuferin war sehr hilfreich. Doch die Verkaufswissenschaft geht in Frankfurt noch einen Schritt weiter. Einen Flughafen könnte man als Einkaufszentrum mit Fluganschluss bezeichnen. Ein perfekter Ort, um einzukaufen. Die meisten Passagiere sind über 3 Stunden hier. Ute Pohl weiß, was ihre internationalen Kunden wollen. Und sie lockt sie auch durch einen architektonischen Kniff an. Die Duty-Free-Läden wurden direkt hinter der Sicherheitszone platziert. Gleich hinter den Kontrollen ist ein offener Verkaufsbereich. Die Idee, die dahinter steckt, ist einfach. Wenn man in einer Schlange steht und kontrolliert wird, möchte man schnell wieder seine Freiheit genießen. Einkaufen ist dann für viele der Himmel auf Erden. Nach der Security können sie es kaum erwarten, Geld auszugeben.
Die Idee funktioniert. Doch mit Hilfe der Wissenschaft lässt sich noch mehr Geld aus den Portemonnaies der Passagiere holen. Der Laserscanner zeigt auf, dass dieser Duty-Free-Shop fast so sorgfältig entworfen wurde wie das Cockpit eines Jets. Die Verkaufsprofis wissen, dass Barrieren, Türen oder andere Hindernisse negativen Einfluss auf das Kaufverhalten haben könnten. Deshalb wurde ein offener, einladender Raum gestaltet, mit Nebengängen, die in einem Winkel von 45 Grad zum Hauptgang angelegt sind. Die Kunden haben durch diese Struktur möglichst viele Produkte im Blick. Alles ist perfekt angeordnet und die internationalen Fluggäste sind zufrieden. Doch das Verkaufsteam in Frankfurt hat noch einen weiteren Trick auf Lager. Das ist nicht nur eine Trachtengruppe. Und das sind nicht nur Würstchen. Beides sind Waffen, um massenhaft Kunden anzulocken. Dass weder Dirndl noch Lederhosen so recht zu Frankfurt passen, spielt dabei eigentlich keine Rolle. Ohne lokales Flair würden alle Flughäfen schnell gleich aussehen. Der Passagier muss wissen, dass er in Deutschland ist und nicht an irgendeinem anderen Ort. Montag. Paradiesische Strände. Gefährliche Schlangeninseln. Farbenprächtige Korallenriffe. Diese Küstenwelt hat einiges zu bieten. Terra Mata, wildes Brasilien, Küstenparadiese. Montag, 20.15 Uhr bei Servus TV. Am Montag bei Bergwelten. Jetzt bricht alles ab. Wir haben da nichts verloren, also ich halt nicht. Viertiroler in Pakistan. Das ist einmal ein Riesenberg mit einer Riesenflanke. Und eine Abfahrt, die noch keiner gewagt hat. Die Nordostwand wird auf jeden Fall eine Challenge. Auf Skiern ins Ungewisse. Boah, Wahnsinn, da wollen wir auf und vor allem auch runterfahren. Bergwelten, Karakorum, Montag, 21.15 Uhr bei Servus TV. Am Kinosamstag. Ich will nur da sein, in der Wildnis. Er lässt alles hinter sich. Für seinen Traum vom Leben in idyllischer Einsamkeit. Der mehrfach ausgezeichnete Aussteigerfilm Into the Wild und danach Ein fürsorglicher Sohn. Am Kinosamstag ab 20.15 Uhr bei Servus TV. Auch diese Würste sind zum Teil Importware aus Bayern, tragen aber zum Flair bei. Bei vielen Fluggästen zeigt das Wirkung. Wir hatten eine kleine Auswahl deutscher Würste, mussten das Angebot dabei erweitern. Chinesen mögen deutsche Wurst. All diese Maßnahmen und psychologischen Tricks führten dazu, dass die Verkaufsumsätze am Frankfurt Airport seit mehr als 10 Jahren kontinuierlich steigen. Mit den Einnahmen können auch Modernisierungen finanziert und neue Stellen geschaffen werden. Und hin und wieder unterstreicht ein einziger Handel, dass die Strategie funktioniert. Johannes Sammann ist ein Weinhändler mit gut betuchter Kundschaft. Diesen Rotwein haben wir für einen Kunden bestellt. 34.000 Euro pro Flasche. Bei dem Kunden handelt es sich um einen chinesischen Geschäftsmann, der nur wegen des Weins nach Frankfurt kommt. Der Wein kostet 34.000 Euro pro Flasche. Der Kunde kann jeden Moment hier sein, also bitte keine Kamera mehr. Zwei Flaschen Rotwein für 68.000 Euro. Damit könnten die Landegebühren eines Airbus A380 20 Mal bezahlt werden. Auf dem Rückflug sollte der Kunde den Wein allerdings nicht trinken. Denn er würde völlig anders schmecken, wie alles andere auch. Der Geschmackssinn ändert sich nämlich in großen Flughöhen. Der Grund ist ein verändertes Blutbild. Dieser Airbus ist auf dem Weg nach Neu-Delhi, der Hauptstadt Indiens.
Wenn die Reiseflughöhe erreicht ist, vereint ein natürliches Bedürfnis die Passagiere, die aus den unterschiedlichsten Kulturen stammen: Hunger. Nun beginnen drei verschiedene Restaurants mit ihrem Service. Und die Kabinencrew verwandelt sich in Kellner und Kellnerinnen. In der exklusiven ersten Klasse kocht ein Küchenchef auf Bestellung. Auch in der Economy-Klasse bekommen die Fluggäste natürlich etwas zu essen. Sie stammen aus den unterschiedlichsten Ländern und gehören fünf verschiedenen Glaubensrichtungen an. Insgesamt sind es 477 Mahlzeiten, die innerhalb kurzer Zeit serviert werden müssen. Bei 11.000 Meter servieren wir Dinner oder Lunch. Das wird für selbstverständlich gehalten. Es ist aber etwas ganz Besonderes. Sorgfältig vorbereitete Gerichte, die in großer Höhe verspeist werden können. Warum aber wird das meistens nicht honoriert? Mir schmeckt's nicht. Ich esse es, weil es da ist. Ich mag es nicht besonders, weil einiges nicht meinem Geschmack entspricht. Man verhungert nicht, ist okay. Was stimmt nicht mit dem Geschmack von Flugzeugessen? Der Ernährungswissenschaftler Florian Mayer wollte dieses Rätsel lösen. Und eine seltsame Tatsache hat seine Aufmerksamkeit besonders erregt. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Tomatensaft trinkt, ist in der Luft viermal so hoch wie am Boden. Die Fluggesellschaften servieren genauso viel Tomatensaft wie Bier. Wir wollten den Grund herausfinden. Florian Mayer kann seine Untersuchungen nicht in 11.000 Metern durchführen. Aber das ist doch nicht nötig. In dieser Forschungsanlage wurde ein 15 Meter langer Abschnitt einer Flugzeugkabine in einem gewaltigen Druckzylinder nachgebaut. Die Verhältnisse entsprechen denen auf Reiseflughöhe. Wir können sämtliche Verhältnisse an Bord nachahmen. Die Temperatur, die Lüftung, die Geräusche, Luftfeuchtigkeit und Druck. Um herauszufinden, warum Tomatensaft an Bord so beliebt ist, wurden Versuchspersonen befragt, was sie davon halten. Die erste Testreihe wurde bei normalen Verhältnissen am Boden durchgeführt. Bei der zweiten passte man Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit denen auf Reiseflughöhe an. Die Ergebnisse waren erstaunlich. Der Tomatensaft schmeckte völlig anders. Tomatensaft schmeckt am Boden muffig oder erdig. An Bord eines Flugzeugs wird die Süße des Zuckers weniger stark empfunden. Das bedeutet, dass der Geschmack als saurer, frischer und kühler beschrieben wird. In der Luft erfrischt das Getränk also mehr als am Boden. Das ist der Grund, warum es so häufig bestellt wird. Doch was sind die Ursachen für den veränderten Geschmack? Florian Mayer vermutet, dass es an der dünnen Luft in einem Flugzeug liegt. Dadurch läuft die chemische Reaktion bestimmter Duftstoffe anders ab. Außerdem kommt mit jedem Atemzug weniger Sauerstoff in die Lungen und in die roten Blutkörperchen. Damit kann das Hämoglobin weniger Sauerstoffmoleküle binden, weshalb man sich an Bord manchmal schläfrig fühlt. Und auch die Geschmacksknospen stumpfen ab. Das ist der Grund, warum Tomatensaft und auch Wein, Kaffee, Tee und viele Zutaten einer Mahlzeit anders schmecken. Die Bordspeisen müssen also stärker gewürzt werden. Die Caterer der Fluggesellschaften sollten mehr Kräuter und Gewürze verwenden, mehr Salz und Zucker. So lässt sich in einer Maschine dieselbe Geschmacksempfindung erzielen wie am Boden. Die Catering-Firmen haben diese Empfehlungen umgesetzt. Die Bordmahlzeiten sollen intensiver schmecken. Für den Flug nach Neu-Delhi wird für das Curry bis zu 20% mehr Kardamom, Kreuzkümmel und Chili verwendet. Ein extra Kick, der den Speisen an Bord sicherlich nicht schadet. Weltweit werden pro Tag mehr als 1 Million Mahlzeiten für Flugzeuge produziert. Am internationalen Drehkreuz Frankfurt müssen die Köche deutsche Bratwürste, indische Currys und japanische Sushis zubereiten. 5 Uhr.
Die Caterer James Olszewski und Mike Flevin beliefern einen Langstreckenflug. Einen von drei an diesem Tag. Bei dem Job kommt es auf Schnelligkeit und auch auf Qualität an. Genaues Arbeiten ist ebenfalls notwendig. Einen 15 Tonnen schweren Lieferwagen in ein 360 Millionen Euro teures Flugzeug zu rammen, wäre kein guter Start in den Arbeitstag. Man muss aufpassen, weil das Flugzeug nicht beschädigt werden darf. Wir fahren große Trucks und das Teil neben mir ist teuer. Wir müssen nah an die Turbine ran. Der Truck soll ganz knapp neben der Turbine stehen, ohne sie zu berühren. Ist der LKW gut und sicher geparkt, haben die beiden Männer nur 30 Minuten, um 1000 Mahlzeiten abzuladen. Ein Problem muss dafür zuerst bewältigt werden. Die Tür, durch die das Essen geliefert wird, befindet sich in einer Höhe von 8 Metern. Doch glücklicherweise ist dies kein normaler Truck. Der Wagen kostet über 400.000 Euro, inklusive einer fest installierten Hebevorrichtung. Wenn alles bereit ist, wird der Truck stabilisiert. Erst dann kann man die Scherenhebebühne ausfahren, die die tonnenschwere Fracht 8 Meter hoch in die Luft befördert. Ich muss aufpassen, dass die Vorderseite des Trucks nicht an die Tragfläche stößt. Ist die Hebebühne in Position, schiebt sich ein pneumatisch ausfahrbares Vordach an die Kabinentür. Nun können die Mahlzeiten ins Flugzeug gebracht werden. Direkt darunter wird währenddessen die Fracht eingeladen. Wir arbeiten hier oben und die Jungs da unten. Und ihre Container machen das Flugzeug schwerer. Weshalb der Flugzeugrumpf leicht absinkt. Die beiden Caterer müssen also Vorkehrungen treffen, damit sich die Hebebühne nicht verkeilt und die Flugzeughülle beschädigt. Abhilfe schafft ein Drucksensor. Wird der Abstand zwischen Truck und Tür zu gering, senkt sich die Hebebühne automatisch ab. Dadurch kann ein Zusammenstoß vermieden werden. Es ist also sichergestellt, dass die 1000 Mahlzeiten an Bord kommen. Aber es ist gut möglich, dass die Zutaten bereits einen Flug hinter sich haben. Vielleicht sogar mehrere. Der Frankfurt Airport ist Europas größter Frachtflughafen. Unter den vielen Gütern befinden sich täglich auch 700 Tonnen Frischware aus aller Welt. Dieses Gemüse stammt aus dem 6300 Kilometer entfernten Nairobi, der kenianischen Hauptstadt. Angebaut in Afrika wurde es von europäischen Supermarktketten bestellt. Bevor es aus den Regalen in den Einkaufskorb wandert, flog es über 12 Länder, um von Frankfurt aus in Lastwagen ans Ziel transportiert zu werden. Damit es auf der langen Reise nicht verdirbt, muss es ständig auf etwa 8 Grad gekühlt werden. Und der Gesamttransport darf nicht länger als 24 Stunden dauern. Noch vor einer Generation wäre all das unmöglich gewesen. Heute wird das Gemüse bereits in Kenia küchenfertig gemacht. Wie aber kann das Rennen gegen den Fäulnisprozess gewonnen werden? In Afrika beginnt die Uhr zu ticken. Der erste Abschnitt des Trips führt von der Lebensmittelverarbeitungsfabrik zum Frachtflugzeug. Wenn das Gemüse aus der Fabrikhalle kommt, ist es zunächst der heißen afrikanischen Sonne ausgesetzt. Lange sollte es nicht ungeschützt bleiben. Also wird es, so schnell es geht, zum Flughafen befördert. Knapp 2 Stunden später erreicht der Transport die Frachtmaschine. Die Außentemperatur beträgt hier 16 Grad. 75 Tonnen verderbliche Fracht warten auf den Weitertransport. Auch das Gemüse, dessen Temperatur sich seit der Abfahrt bereits um fast 6 Grad erwärmt hat. Flugbetriebsleiter Wolfgang Räbiger ist für die Fracht verantwortlich.
Wir müssen die Ware rasch vom Lagerhaus in die Maschine bekommen. Beides lässt sich kühlen. Doch dazwischen ist sie dem hiesigen Klima ausgesetzt. Zu Räbigers Glück steht ihm ein speziell für solche Zwecke umgebautes Flugzeug zur Verfügung. Mit MD-11-Flugzeugen wurden ursprünglich nur Passagiere befördert. Später wurden die Sitze entfernt und heute sind sie nur noch als Frachtmaschinen im Einsatz. Für die Fracht, die durch vier Türen verladen werden kann, stehen zwei Ebenen zur Verfügung. Und deren Böden wurden mit hunderten Rollen ausgestattet, was den Ladevorgang beschleunigt. Motorbetriebene Rollen treiben die bis zu 6 Tonnen schweren Paletten an. Und dank Kugellagerrollen gleiten sie locker und leicht durch das Flugzeug. Die 75 Tonnen Fracht können auf diese Weise in nur 2 Stunden verladen werden. Takeoff in 1 minute, takeoff in 1 minute. Lufthansa Cargo 8299, clear takeoff runway 06. Die Maschine konnte pünktlich abheben. Nächster Halt Europa. 7,5 Stunden bis Frankfurt. Eisiger Winter. Das ist nicht mein Vater. Oh Scheiße, wir haben den Falschen eingesagt. Was? Damit ist im Februar Schluss. Rosa auch aus 10? Ja. Nein. Wovon leben wir? Liebe. Bei uns werden sie lachen. Oh Scheiße! Schwärmen. Wenn du etwas im Leben willst, dann nimm es dir. Es ist mal was anderes. Und weinen vor Glück. Das ist verrückt. Das hat man mir schon mal gesagt. Kino der Gefühle. Im Februar bei Servus TV. Morgen. Leinenlos für unsere Karibik-Kreuzfahrt. Liebe Gäste, einen schönen guten Morgen. Lust auf erste Reiseeindrücke von weit, weit weg. Ich war noch nie außerhalb von Europa. Lust auf Einblicke ins Leben der österreichischen Crew. Und kleine Ausflüge ins Paradies. Oh, ist das geil. Lust auf mehr? Start der neuen Serie. Morgen, 20.15 Uhr bei Servus TV. Morgen. Die letzten Wochen vor dem Stapellauf. Ich will das luxuriöseste Kreuzfahrtschiff aller Zeiten bauen. Wir haben keinen Plan B. Es gibt nur Plan A. Schwimmender Luxus. Morgen 21.15 Uhr bei Servus TV. Während des Fluges muss die Fracht auf der jeweils richtigen Temperatur gehalten werden. Keine leichte Aufgabe bei der großen Vielfalt. Neben dem Gemüse wurden noch Obst, Fisch und Blumen geladen. Und wenn die Reiseflughöhe von über 11.000 Metern erreicht ist, wird es noch schwieriger, die Produkte korrekt zu kühlen. Die Außentemperatur beträgt minus 57 Grad. Wir müssen den Laderaum beheizen, um die vorgeschriebene Temperatur einzuhalten. Damit die Fracht nicht einfriert, sind Wärmequellen notwendig. Und die stehen den Piloten in dieser Höhe zur Verfügung. Die 3 Turbinen des Flugzeugs. Bis zu 200 Grad heiße Luft wird aus den Verdichtern der Triebwerke in einen Wärmeübertrager geleitet. Dort kühlt sie sich wegen der eisigen Außentemperatur ab. Durch ein System von Lüftungskanälen gelangt die Luft dann in den Frachtraum. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse und der Fisch können dank dieser Anlage perfekt temperiert werden. Fünf Grad, ideal für unsere verderblichen Waren. Noch 2 Stunden bis zur Landung und alles läuft nach Plan. Ich mag Frachtflüge, weil sich die Ladung seltener beschwert als ein Passagier. Am Frankfurter Frachtterminal wartet Katharina Riebeseel bereits auf die Ankunft der Maschine. Als Scheduler oder Disponentin ist sie für den reibungslosen Ablauf der Frachtflüge verantwortlich. Das Ziel eines Schedulers ist es, möglichst viele Flugzeuge in der Luft zu haben. Das machen wir den ganzen Tag.
Der Erfolg des Luftfrachtbetriebs wird auch daran gemessen, wie schnell Flugzeuge landen und wieder starten können. 1948 hing von einer zügigen Abwicklung das Geschick einer ganzen Stadt ab. West-Berlin wurde damals von drei Besatzungsmächten verwaltet: den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich und von Frankreich. Die Stadt war umgeben von der sowjetischen Besatzungszone. Im Juni 1948 führten die Westalliierten im Alleingang die Deutsche Mark ein. Die Sowjetunion schnitt daraufhin West-Berlin von sämtlichen Land- und Wasserzugängen ab. 2,2 Millionen Menschen konnten nun nur noch über drei Luftkorridore versorgt werden. Der erste Versorgungsflug startete am 26. Juni. On 26 June 1948, General Curtis LeMay started the airlift. Der Erfolg der Luftbrücke hing maßgeblich von der Leistung der Flugdisponenten ab. Sie mussten sicherstellen, dass zwischen jeder der Frachtmaschinen ein Abstand von 15 Flugminuten eingehalten wurde. Allerdings konnten dadurch nicht genügend Einsätze geflogen werden, um die Stadt ausreichend zu versorgen. Deshalb wurde ein System entwickelt, das mit 5 Flugebenen arbeitete, die jeweils 150 Meter auseinanderlagen. Noch heute wird eine ähnliche Methode für Flugzeuge in der Warteschleife verwendet. Vor 6 Jahrzehnten konnte dank dieser Idee alle 3 Minuten eine Maschine in die Luft geschickt werden. Doch die fünffache Menge an Fracht setzte die B- und Entlader unter enormen Druck. Mit einer hydraulischen Hebebühne können heute 35 Tonnen in 156 Sekunden verladen werden. Uns bleiben 2-3 Stunden zwischen Ankunft und Start. End- und B-Laden dauert jeweils eine Stunde. 1948 gab es noch keine hydraulischen Hebebühnen. Stattdessen mussten 3000 Arbeiter alles per Hand erledigen. Nach 15 Monaten und mehr als 250.000 Flügen wurde die Luftbrücke schließlich im September 1949 beendet. Der Plan ist aufgegangen. Die Einwohner von West-Berlin konnten mit insgesamt 2,3 Millionen Tonnen Fracht versorgt werden. Eine halbe Million Tonnen davon waren Lebensmittel. Und die Frachtflugzeuge legten fast 150 Millionen Kilometer zurück. Die Luftbrücke war wohl die eindrucksvollste Leistung, die wir kennen. Um 9.57 Uhr landet die Frachtmaschine aus Nairobi. Wir sind endlich in Frankfurt. Jetzt kümmert sich die Bodencrew um unsere verderbliche Ware. Die Temperatur beträgt nun 6,8 Grad, immer noch im grünen Bereich. Wie die Piloten sind auch die Mitarbeiter der Bodencrews Profis in ihrem Fach. Sie brauchen lediglich eine Stunde, um die 75 Tonnen aus dem Flugzeug aufs Vorfeld zu schaffen. Von dort wird die Fracht zum Perishable Center gebracht, Frankfurts Luftfrachtumschlagplatz für verderbliche Waren. Innerhalb von 6 Stunden wird hier alles auf Lastwagen verladen. Max Hüttel ist dafür verantwortlich, dass das funktioniert. Wir stehen unter Zeitdruck. Es ist Frischware und 95% davon gehen heute noch raus. Die Lieferung aus Nairobi kann in 4 bis 6 Stunden abgearbeitet werden. Das Perishable Center ist auf effiziente Sortierung ausgelegt. Es ist unterteilt in 3 Bereiche für bestimmte Produkte. Diese werden bei unterschiedlichen Temperaturen gekühlt, manche bei 0 Grad. Automatisierte Türanlagen verhindern, dass die kühle Luft entweicht. Die Aufnahmen einer Wärmebildkamera beweisen, dass das System funktioniert. Nur die Menschen und die Maschinen erscheinen in Rot. Alles andere, auch die Waren aus Kenia, in Blau. 8 Grad, perfekt für Bohnen. Frischer Fisch wird bei 2 Grad gelagert. Und um zu verhindern, dass verdorbene Ware in die Geschäfte kommt, werden von jeder Lieferung Stichproben gemacht. Die Tests sind wichtig. Niemand will krank werden.
Eine amtliche Lebensmittelkontrolleurin überprüft diesen Victoria-Barsch, der aus einer Lieferung von 11 Tonnen Fisch stammt. Wenn wir Beanstandungen finden, wenn ich jetzt zum Beispiel Parasiten gefunden hätte, dann wird die gesamte Sendung von der Einfuhr zurückgewiesen. Gibt es keine Probleme, kann mit dem Beladen der 40-Tonnen-Trucks begonnen werden. Wir haben nur 3-4 Stunden gebraucht. Echt schnell. Das Gemüse, der Fisch und die Blumen werden nach nicht einmal 24 Stunden in perfektem Zustand in den Supermärkten ankommen. Die Waren sind also nicht nur frisch, sondern auch schnell. Die Ladung aus Kenia ist nur ein Bruchteil der Importwaren, die den Frankfurter Flughafen passieren. Täglich kommen hier 6000 Tonnen Fracht auf dem Luftweg an. Leider treffen auch illegale Ladungen ein. Wie zum Beispiel Drogen. Die Zollbehörden wissen natürlich, dass sich in einem der zigtausend Koffer, die täglich Frankfurt erreichen, auch Rauschgift befinden könnte. Zum Beispiel Marihuana, Kokain oder Heroin. Mit einer Röntgendurchleuchtung lässt sich die Schmuggelware jedoch normalerweise nicht entdecken. In der Zollhalle wird gerade das Gepäck eines Fluges genauer unter die Lupe genommen. Viel Zeit steht dafür nicht zur Verfügung, denn die Passagiere warten bereits an der Gepäckausgabe. Es wird in einer Reihe aufgestellt. So stehen die Chancen gut, etwas zu finden. Selbst gut ausgebildete Beamte würden Stunden brauchen, um die 300 Gepäckstücke zu durchsuchen. Doch ein ganz besonderer Mitarbeiter ist bereits unterwegs, um den Prozess zu beschleunigen. Das ist Max, einer von 34 Spürhunden, die am Frankfurt Airport im Einsatz sind. Max ist aus dem Tierheim, arbeitet jetzt seit 7 Jahren hier am Flughafen, sehr erfolgreich und hat viel, viel Spaß auf der Arbeit. Mit seiner Ausbildung wurde begonnen, als er noch ein Welpe war. Seine Hundeführerin kennt seine Reaktionen genau und weiß sofort, wenn er auf etwas Verdächtiges stößt. Max ist in der Lage, 7 unterschiedliche Drogen zu erkennen. Und nach jedem Fund möchte er natürlich eine Belohnung haben. Die Schicht des Profis beginnt. Beobachtet wird er von Dieter Keller, dem Chef der Hundestaffel. Keller arbeitet normalerweise mit reinrassigen Labradoren, deutschen Schäferhunden oder Malinois. Max ist eine Ausnahme, da ihm der Hund in einem Tierheim aufgefallen war. Rasse? Max ist kein Rassehund. Er muss sich voll konzentrieren. Das ist harte Arbeit für ihn. In nur 100 Sekunden checkt Max mehr als 40 Gepäckstücke ab. Mit diesem Flug kam kein Rauschgift an. Doch das ist nicht immer der Fall. All diese Drogen wurden von Hunden aufgespürt. Weißes Pulver, Kokain. In einem Schuh können 100 Gramm versteckt sein. Das sind 20.000 Euro. Eine Menge Geld. Viel Geld für ein kleines Päckchen. Doch Max ist mit einem Detektor ausgestattet, dem nichts entgeht. Die menschliche Nase besitzt ca. 10 Millionen Riechzellen. Die von Hunden im Durchschnitt eine Viertelmilliarde. Hundenasen verfügen zudem über sogenannte Nasenmuscheln, kleine Lamellen, die mit einer Riechschleimhaut überzogen sind. Beim Einatmen kommen die Geruchsmoleküle mit dieser Schleimhaut in Kontakt. Menschen atmen auf demselben Weg aus, wie sie einatmen. Hunde haben jedoch Schlitze an den Seiten der Nase, durch die die Atemluft ausströmt. Nichts wird weggeblasen und es kann ohne Unterbrechung geschnüffelt werden. Und dank ihrer besonders entwickelten Riechkolben im Gehirn verfügen Hunde sogar über eine Art räumliches Riechen. All dies führt dazu, dass ein Hund einen 100.000 Mal besser entwickelten Geruchssinn hat als ein Hundeführer. Max hat das Gepäck von 2 Flügen durchsucht und nichts Verdächtiges aufgespürt. Doch das könnte sich nun ändern. Die Koffer kommen aus Rio de Janeiro. Wir überprüfen sämtliche Flüge aus Südamerika. Kokain ist ein großes Thema.
Jedes Jahr gelangen schätzungsweise 48 Tonnen Kokain aus Südamerika nach Europa. Kein Wunder, dass das Gepäck aus dieser Region ganz weit oben auf der Prioritätenliste steht. Erst in Zeitlupe und mit einer Onboard-Kamera lässt sich erkennen, wie effizient Max arbeitet. Für einen Koffer braucht er nur wenige Sekunden. Dann wissen die Beamten, dass er unbedenklich ist. Soweit ist alles in Ordnung. Doch was ist mit diesem noch nicht durchsuchten Gepäckstück? Max scheint es verdächtig vorzukommen. Max hat Haschisch entdeckt. Drogenspürhunde sind in der Lage, ein Tausendstel Gramm zu erschnüffeln. Und dieses Paket enthält ein halbes Kilo. Für Max ist das ein Erfolgserlebnis. Doch für Dieter Keller ist es Teil der Ausbildung. Denn das Haschisch wurde von ihm im Koffer platziert. Die Hunde sind motivierter, wenn sie bei jedem Einsatz etwas finden. Es ist sehr wichtig für unsere Arbeit, dass der Hund jedes Mal Erfolg hat. Wenn er nie etwas findet, würde er nicht länger für uns arbeiten wollen. Im Moment sind Hunde unser bestes Mittel gegen den Schmuggel von Drogen, Waffen oder auch Sprengstoffen. Und als Belohnung darf Max spielen. Jedes Jahr entdecken die Spürhunde allein am Frankfurter Flughafen Drogen im Wert von 22 Millionen Euro. Sie sind eine der wichtigsten Waffen im Kampf gegen das internationale Verbrechen. Jedes Jahr nutzen mehr als 5 Milliarden Menschen ein Flugzeug, um von einem Ort zum anderen zu kommen. Der Airport Frankfurt zählt zu den bedeutendsten Drehkreuzen der Luftfahrt. Was ist notwendig, um hier eine reibungslose Abwicklung zu gewährleisten? Und wie sieht das Innenleben dieser komplexen Ministadt aus? Modernste Kameratechniken und Computeranimationen liefern Bilder der technischen Vorgänge, der Flugzeuge, des Maschinenparks und der Menschen. Einblicke in die unbekannte Welt des größten Flughafens in Deutschland. Es gibt kaum einen anderen Ort, an dem so viele verschiedene Abläufe zu koordinieren sind wie an einem Flughafen. Piloten müssen bei der Landung ihre bis zu 390 Tonnen schweren Großraumflugzeuge stets unter Kontrolle halten. Wie gelingt ihnen das? Wie können pro Tag 100.000 Gepäckstücke verladen werden? Jedes Gepäckstück gehört jemandem. Und wie wird das Ökosystem eines Flughafens geregelt, um eine Katastrophe zu verhindern? Für die Mitarbeiter des Frankfurter Airports stellt jeder Tag eine neue Herausforderung dar. Nichts darf aus dem Ruder laufen. Uhr 7:15. Flug LH761 aus Neu-Delhi befindet sich 37 Kilometer östlich von Frankfurt. Bis zur Landung sind es noch 30 Minuten. Sehen diese rosa Wolken nicht wunderschön aus? It's just beautiful. Pink clouds. Der Airbus A380 wird von Kapitän Joachim Schwarzenberg und Co-Pilot Tobias Schnapp geflogen. Frankfurt meldet trockene Landebahnen und Ostwind für Runway 07. Rein statistisch sind die nächsten 30 Minuten die risikoreichsten des gesamten Fluges. Um Probleme bei der Landung zu vermeiden, kommt es vor allem auf eines an: Kontrolle. Noch 20 Minuten bis zur Landung. Geschwindigkeit 460 Kilometer pro Stunde. 761, Flughöhe 3650 Meter. Die Kabinenbesatzung bereitet alles für die Landung vor. Die Flugverkehrskontrolle weist den Piloten an, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Die Fluglotsen sind für die sogenannte Staffelung von Flugzeugen zuständig, um Kollisionen zu vermeiden. Wir bekamen gerade die Anweisung, auf 230 Knoten zu gehen. Wir sollen langsamer werden, um perfekte Staffelungsabstände zu haben.
Schnapp reduziert die Schubkraft der Triebwerke, um mit den angeforderten 425 km pro Stunde zu fliegen. Doch eine geringere Geschwindigkeit hat Auswirkungen auf die Flughöhe. Der Auftrieb eines Flugzeugs wird durch die Tragflächen erzeugt, die vom Wind umströmt werden. Wird das Flugzeug langsamer, nimmt auch der Auftrieb ab. Um zu vermeiden, dass es bis zu 4 km pro Minute an Höhe verliert, muss etwas unternommen werden. 8 Minuten vor der Landung vergrößern die Piloten deshalb die Fläche der Flügel. Wenn die Geschwindigkeit unter 200 Knoten fällt, beginnen wir mit dem Ausfahren der Landeklappen. Als sogenannte Auftriebshilfen stehen dem Piloten Vorflügel und am hinteren Ende Landeklappen zur Verfügung. Die können ausgefahren werden und vergrößern Fläche und Wölbung der Tragflächen um 15%. Dadurch wird der Auftrieb erhöht. So bleibt die Maschine auch bei einer geringeren Geschwindigkeit flugfähig. Noch 6 Minuten bis zur Landung. Flughöhe 1200 Meter. Man sieht den Kondensstreifen eines anderen Flugzeugs. Wir reiten auf den Wolken. Kapitän Schwarzenberg leitet nun die nächste Phase des Anflugs ein. Die festgelegte Flugbahn muss dabei genau eingehalten werden. Bei der späteren Landung bleiben ihm nur 100 Meter Spielraum, um das Flugzeug rechtzeitig abzubremsen. Mit Eintritt in die Wolkenbank fliegt Schwarzenberg ohne Sicht. In Frankfurt kommt es pro Jahr zu über 7000 Landungen bei eingeschränkter Sicht. Die Piloten müssen sich auf ein System verlassen, das als ein Pendant zu den Leuchttürmen im Schiffsverkehr bezeichnet werden könnte. Es handelt sich um ein Instrumentenlandesystem, das einen sogenannten Funkgleitpfad für den Anflug zur Verfügung stellt. Hält sich ein Pilot an die Vorgaben, wird er punktgenau landen. Entscheidend ist, dass keine anderen elektronischen Signale das System beeinträchtigen. Deshalb müssen Handys während der Landung auch auf Flugzeugmodus gestellt werden. Anhand seiner Instrumente kann Schwarzenberg überprüfen, ob er vom Gleitpfad abweicht. Wir halten die Anfluggrundlinie ein und sind in perfekter Position für den Gleitpfad auf Landebahn 07 rechts. Ab diesem Moment verlässt sich der Pilot zusätzlich auf ein System, das PAPI genannt wird. Dabei handelt es sich um optische Landeanflughilfen, mit denen er seine genaue Position feststellen kann. Die Präzisionsanfluggleitwinkelbefeuerung zeigt bei verschiedenen Anflugwinkeln die Lichter in unterschiedlichen Farben an. Hält der Pilot den korrekten Winkel ein, sieht er 2 rote und 2 weiße Lichter. Ist er zu hoch, leuchten alle Lichter weiß. Bei zu niedriger Höhe sind alle rot. Noch 4 Minuten bis zur Landung. Im nächsten Schritt fährt Kapitän Schwarzenberg das Fahrwerk aus. Ein exaktes Timing ist von entscheidender Bedeutung. Das Fahrwerk erhöht den Luftwiderstand. Ich leite den Vorgang so spät wie möglich und so früh wie nötig ein. Mit einem Hebel lässt sich ein hydraulischer Mechanismus aktivieren, der die 22 Räder in Stellung bringt. Jedes wiegt 115 Kilogramm und kostet 4.500 Euro. Federn in einem Zylinder garantieren, dass die Räder in der korrekten Position bleiben. Sonst droht ein Bruch des Fahrwerks. Noch 2 Minuten bis zur Landung. 1000. Checked. Bei einer Flughöhe von 300 Metern schaltet Copilot Schnapp den Autopiloten ab. Zum ersten Mal seit dem Take-off haben die Piloten ihre Maschine selbst in der Hand. Ihr Cockpit befindet sich 7 Meter über und 36 Meter vor den Rädern, die die Landebahn zuerst berühren werden. Während dieser Phase werden die Piloten ständig per Radarscanner über die Flughöhe informiert. In einer Höhe von 60 Metern muss der Pilot die Landebahnbefeuerung sehen. Ansonsten müsste er den Landevorgang abbrechen und durchstarten. 200, Minimum. Continue. Gehirnscans während Flugsimulationen haben gezeigt, dass bei dieser letzten Phase eines Flugs
eine bestimmte Hirnregion besonders aktiv ist. Der Nucleus caudatus ist Teil des Endhirns und für die Kontrolle willkürlicher Bewegungen mitverantwortlich. Bei Entscheidungsprozessen wie einer schwierigen Landung spielt er eine wichtige Rolle. Starke Seitenwinde können die Flugbahn beeinflussen. Das Gehirn des Piloten schaltet hoch, um die 390 Tonnen unter Kontrolle zu halten. Mit dem Seitenruder und dem Steuerknüppel nimmt er Anpassungen vor, wobei der Nucleus caudatus die Bewegungen des Piloten steuert. Noch 20 Sekunden bis zur Landung. Bei diesem Landevorgang gibt es keine Seitenwinde, die den Flug beeinflussen. Ab einer Flughöhe von 9 Metern beginnt für Co-Pilot Tobias Schnapp das heikelste Manöver des gesamten 7-Stunden-Flugs, das Ausschweben. Er verlangsamt den Sinkflug, um möglichst sanft zu landen. Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt. Bei einer zu großen Steuerbewegung würde das Flugzeug zu spät aufsetzen. Bei einer zu geringen könnte es auf der Landebahn aufschlagen. Er muss die ideale Balance finden, um die Maschine unter Kontrolle zu halten. Bei jeder Landung kommt es aufs Gefühl an. Wann leitet man das Ausschweben ein? Es gibt drei Möglichkeiten: zu früh, zu spät oder zum richtigen Zeitpunkt. 40, 30, 20, retard. Schnapp reduziert den Landeschub und bei 240 Kilometern pro Stunde setzt die riesige Maschine auf. Wegen der abrupten Beschleunigung der Räder von 0 auf über 900 Umdrehungen pro Minute kommt es beim ersten Kontakt mit der Landebahn zu starkem Gummiabrieb. Eine völlig problemlose Landung. Doch die Maschine ist noch in Bewegung, mit einer Schwungkraft, die 350 rasenden Elefantenbullen entspricht.